Wir leben ja gerade in einer Welt, da gibt es sozusagen noch die alte Automobilindustrie und die neue Automobilindustrie. Und die neue Automobilindustrie, die kommt relativ schnell auf uns zu. Und wir kommen natürlich aus einer, ich sag jetzt mal, sehr verwöhnten Situation heraus, weil für uns die Fahrzeugentwicklung, die Fahrzeugindustrie das treibende Geschäft in Deutschland war. Und jetzt natürlich sehr stark sich verändert. Das heißt, wir müssen uns verändern, wir brauchen einen passenden Weg und wir brauchen ein passendes Ziel. Und das Ziel zu finden, das glaube ich, das ist eine große Herausforderung, weil es muss ja auch nachhaltig für die Unternehmen sein. Wir arbeiten natürlich auch in der Automobilindustrie. Also das heißt, wir sind natürlich auch betroffen. Wir haben aber vielleicht ein bisschen den Vorteil, wir sind sehr stark in der Softwareanalyse tätig. Das heißt, es ist das Top-Thema, was halt aktuell im Fahrzeug sich bewegt für die Zukunft. Und das Thema Entwicklung, Komponentensysteme für E-Mobilität. Also auch das ist ein treibendes Thema. Natürlich sind wir stark betroffen, wir machen uns auch unsere Gedanken, aber wir konnten uns natürlich auch schon in andere Branchen reinentwickeln. Ein 100% Branchenwechsel wäre schwierig, also wir halten schon in der Automobilindustrie fest, aber ich glaube, dass wir gut positioniert sind. Was ich gemacht habe, auch bei uns im Unternehmen, ich habe noch einen Zukauf getätigt mit einer Firma, die praktisch komplett non-automotive macht. Also das heißt, wir haben uns einen Marktzugang erschlossen, der sonst für uns schwierig geworden wäre. Das könnte ich mal als Tipp geben. Und natürlich Firmen, die sage ich mal, sehr stark sich mit den Verbrennungsmotorenkomponenten beschäftigen, die müssen sich natürlich extrem überlegen, was ihr Geschäftsmodell der Zukunft ist. Wir sitzen natürlich alle im selben Boot und gut ist, wenn ein Netzwerk da ist, das natürlich eine gewisse Vorarbeit leistet und schon mal Möglichkeiten vorschlagen kann und jetzt auch Gleichgesinnte dabei sind. Also ich finde das extrem wichtig, dass man so eine Leine hat, wo man sich ein bisschen entlang hangeln kann, Unterstützung hat. Und ich glaube, die Netzwerke müssen sich halt auch noch ein bisschen mehr darauf spezialisieren, nicht nur den Weg zu geben, sondern auch Ziele zu bringen. Man kann nur sagen, man braucht eine einheitliche Richtung, die vorgegeben werden muss. Das vermisse ich ein bisschen bei der Politik. Dann auch das Thema finanzielle Unterstützung, also auch für die Produkte, also für den Endkäufer, der letztendlich entscheidet, ob ein Produkt erfolgreich ist oder nicht. Also auch da, finde ich, müsste die Politik eingreifen in Deutschland. Ja, was kann man hier als Empfehlung geben? Ich sage mal, man braucht, glaube ich, viel Kraft, Motivation und vor allem Flexibilität in Deutschland, um einen gemeinsamen Weg zu finden, um das, was man hier in Deutschland hat, also gute Bildungen, gute Forschungseinrichtungen, all das zu nutzen, um den Weg, den man die letzten vielen Jahrzehnte erfolgreich erbracht hat, auch für die nächsten vielen Jahrzehnte weiter erfolgreich zu unterstützen. Und ich glaube, das ist für Deutschland auch machbar.